Da begrüße ich ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel gegen Erzgebirge Aue. Endstand 1:1. An meiner Seite einmal unser Cheftrainer Dimitrios Gamotzis und der Gästetrainer, den ich um sein Statement zum Spiel bitten würde. Ja, ein herzliches Glück auch von meiner Seite. Wir sind natürlich sehr, sehr froh und glücklich über diesen gewonnenen Punkt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir einfach sehr mutlos, haben uns einfach total beeindrucken lassen, auch von der Kulisse, und Schalke hat es auch wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir hatten einfach dann eine nicht optimale Struktur beim Anlaufen gegen den Ball, haben es einfach zu einfach gemacht, zu viele Räume preisgegeben, nach Umschalten waren wir einfach zu schlampig und einfach dann auch nicht aktiv genug angeboten. Haben so ein bisschen was umgestellt in der Halbzeit und ja, auch dann personell durch die Wechsel. Ich denke mal, auch in der zweiten Halbzeit auch wesentlich, wesentlich besser gemacht. Und ich denke mal, in der Summe dann aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein mehr als verdienter Punktgewinn für uns. Ein bisschen mehr Glück vielleicht, ja, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber ich denke mal, in der Summe ein gerechtes Unentschieden. Und ja, wir nehmen den Punkt sehr, sehr gerne mit und bereiten uns dann jetzt auf das nächste schwere Heimspiel gegen Sandhausen vor. Ja, Dimi und seine Mannschaft, alles Gute, viel Erfolg und ja. Dankeschön. Vielen Dank, Alexej Spilewski. Dann bitte ich dich, Dimi, um dein Statement zum Spiel. Ja, Glück auf und Hallo in die Runde. Erstmal Dankeschön für den weiteren Verlauf der Saison. Wir hatten uns heute viel vorgenommen. Wir haben gesagt, dass wir heute von der Grundordnung her ein neues System fahren wollten, weil wir gesehen haben, dass wir erstens gegen eine Mannschaft spielen, die auch sehr, sehr vertikal und mit hohen Bällen nach vorne spielt. Da wollten wir im Zentrum erstmal Zugriff haben auf die zweiten Bälle und natürlich die langen Bälle, die von Mendel oder von den drei Innenverteidigern gekommen sind, schon früh zu unterbinden, damit wir die Kopfballduelle dann vielleicht in Höhe der Mittellinie haben und nicht an unserem 16er. Ich finde, dass wir es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht haben. Die Struktur und die Positionierung mit dem Ball war sehr gut. Ich fand, dass wir auch Geduld hatten im Spielaufbau. Wir haben den Gegner laufen lassen. Wir haben im richtigen Moment wieder aus dieser guten Passspiel immer wieder die Tiefe gesucht und dann auch zu torgefährlichen Situationen gekommen. Und deshalb war das 1:0, finde ich, auch gerecht. Wir haben dann leider auch so ein bisschen schon nach dem 1:0 so ein bisschen wieder den Dampf rausgenommen. Ich denke, wenn wir da dran geblieben wären und hätten weiter diese Art und Weise beibehalten, dann hätten wir vielleicht vor der Pause noch das zweite gemacht, denn wir haben auch im Gegenpressing, wenn wir den Ball verloren haben, dem Gegner wenig Möglichkeiten gegeben, Konter zu fahren. Das war ein wichtiger Aspekt, das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen. Und in der zweiten Halbzeit, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir nicht mehr diese Passschärfe, diesen Mut auch hatten, dann aufzudrehen, nach vorne zu spielen, die Halbräume zu suchen, das, was wir in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht haben. Und der Gegner hat natürlich dann, weil wir dann auch einige Abspielfehler hatten, immer mehr Mut gewonnen. Sie haben dann natürlich auch offensiver dann agiert. Und letztendlich ist es dann schade, dass du dann nur mit einem Punkt nach Hause fährst. Ich denke, die ersten 60 Minuten waren wirklich gut von den Jungs. Das haben wir auch genauso gewollt. Nur haben wir dann zu schnell, meiner Meinung nach, das Gaspedal zurückgenommen und haben dann den Gegner, die dann Lunte gerochen haben, einfach nochmal die Möglichkeit gegeben, ranzukommen. Und wir wissen, zweite Liga kann man einfach nicht sagen, wir machen jetzt vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen passiv, denn die Mannschaften verlangen einem alles ab. Und man hat heute gesehen, solange das Ergebnis auch nur in Anführungsstrichen 1:0 steht, hat der Gegner immer eine Möglichkeit, mit einer Aktion vielleicht noch was zu machen. Und deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Man darf auch nicht vergessen, ich glaube, das ist auch ein Grund, weil wir Jungs hatten, die jetzt noch nicht lange im Training sind, die noch nicht bei 100% sind, und man sieht einfach, dass dann Mitte, zweite Halbzeit bei einigen so ein bisschen der Tank leer war, aber wir müssen weiter arbeiten, wir müssen Geduld haben, ein bisschen mit den Jungs, aber wir haben heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem im Spiel mit dem Ball, wirklich eine sehr gute Spielanlage gehabt, und dann müssen wir beibehalten und möglichst über 90 Minuten bringen, dann werden wir auch zu 3 Punkten kommen. Dankeschön. Danke, Dimi, und dann starten wir mit der Fragerunde bei Max Backhaus für die Bild-Zeitung. Ja, moin zusammen. Nach der Partie haben Ralle Fährmann und Dominik Drexler jeweils gesagt, dass der Spielverlauf in der zweiten Hälfte nicht unbedingt daran lag, dass Aue besser geworden ist, sondern dass ihr schlechter geworden seid, Dimi. Und wollte ich fragen, liegt das an der fehlenden breiten Brust, der Eingespieltheit oder vielleicht der Moral sogar? Ja, ich gebe den Jungs recht, dass wenn wir weiter so gespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, denke ich, wäre es für Aue wahrscheinlich noch schwieriger geworden, Zugriff zu bekommen. Wir müssen einfach morgen auch die Sachen nochmal analysieren, wir müssen uns das Spiel nochmal angucken und dann zusammen mit den Jungs besprechen, was wir machen können, damit wir die gute Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, auch über 90 Minuten bringen. Und ich denke, wenn wir das tun, dann haben wir wirklich ein tolles Spiel gemacht, dann wären auch alle zufrieden gewesen. So gehen wir leider nur mit dem 1:1 nach Hause, da sind wir natürlich enttäuscht, vor allen Dingen hier vor heimischer Kulisse.
Aber ich denke, dass auch die zusammengewürfelte Mannschaft neu und eben, was ich auch gesagt habe, viele Jungs sind noch gegen Ende der Vorbereitung dazugekommen. Sie sind noch nicht bei 100% und da müssen wir einfach mit den Jungs ein bisschen Geduld haben, um dann sie auch noch auf dieses Niveau zu bringen. Dann machen wir weiter bei Toni Lieto für den Kicker. Ja, guten Abend. Dimi, du sagst, Tank leer bei dem einen oder anderen und noch nicht bei 100%. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Ich hatte bei Salazar jetzt aber nicht den Eindruck, als wenn er platt gewesen wäre. Ich fand, er hat eurem Spiel sehr viel gegeben, auch bis zu seiner Auswechslung. Hast du ihn vielleicht ein bisschen zu früh rausgenommen? Und auf der anderen Seite, fand ich, war bei Dominik Drexler eher das Gegenteil der Fall. Der war ja, glaube ich, auch so ein bisschen gelb-rot gefährdet. Hättest du ihn nicht eher ein bisschen früher rausnehmen müssen? Ja, ich denke, das ist immer hypothetisch. Ich denke, dass beide Jungs, man hat einfach gemerkt, dass bei beiden noch nicht der Tank bei 100% ist. Und normalerweise, was die Fitness angeht, hätte ich vielleicht beide runternehmen müssen. Da gebe ich dir recht. Nur ist es natürlich, wenn man dann Rodrigo und auf einmal Dominik Drexler vom Platz nimmt, natürlich dann für unser Spiel nicht einfach, diese Spiele auch adäquat zu setzen, weil sie einfach dann im Spiel eine sehr, sehr gute Sicherheit haben am Ball. Und wir haben uns dann in dem Moment für Rodrigo entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass er dann noch nicht mehr diese Läufe gemacht hat, dass er viel an den Ball im Fuß wollte, anstatt wieder diese guten Räume zu suchen, die er auch in der ersten Halbzeit gesucht hat. Und deshalb haben wir uns für Rodrigo entschieden. Es hätte aber auch genauso Dominik Drexler sein können. Das war eine, ja, was ich will nicht sagen, Bauchentscheidung, aber wir haben gesagt, der Domme kann vielleicht nochmal, weil er ein Spieler ist, der auch über den Willen kommt, der da nochmal vielleicht zulegen kann, haben wir uns für Rodrigo entschieden. Dann geht's weiter bei Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Dimi, kannst du sagen, was für Jaroslav Mikhailov in der Startformation gesprochen hat und wie du seine Leistung gesehen hast? Ja, wir wollten Spieler in der Mannschaft haben heute, die wirklich gegen eine sehr, sehr gut spielende oder defensive der Aue Mannschaft Optionen für uns liefern, gute Räume finden. Und ich fand, das hat wirklich sehr gut geklappt, weil wir mit Rodrigo und mit ihm, mit Jaro, zwei Jungs hatten, die intelligent die Räume zwischen den Linien, und der Gegner wusste jetzt nicht genau, soll ich jetzt Rodrigo hingehen, soll ich vielleicht zu Jaro hingehen, und so konnten wir immer in den torgefährlichen Bereichen oder auch zwischen den Linien aufdrehen und weiter nach vorne spielen, und das war, finde ich, genau die richtige Entscheidung. Ich finde, dass die Jungs das über weite Strecken gut gemacht haben, und ich denke, dass das auch absolut gerechtfertigt war, und die Umstellung auch auf Viererkette war heute, fand ich auch, hat gut geklappt. Wir haben das mit den Jungs zusammen besprochen. Die Jungs haben sich gut gefühlt dabei. Sie wollten das auch mittragen. Und deshalb, ja, finde ich, dass das von der Art und Weise, wie die Spielanlage war, wirklich gut ist. Dann gehen wir in die vorletzte Reihe. Ulf Zimmermann von der dpa, Herr Gamazis. Es deutet sich ein steiniger Weg durch die zweite Liga an. Die Erfahrungen haben schon andere Mannschaften gemacht. Haben Sie das erwartet, und was glauben Sie, wie lange Schalke braucht, um sozusagen in einen Rhythmus zu kommen, um das Ziel zu erreichen, das man hat? Ja, ich denke, es ist immer sehr schwer, einen Zeitpunkt zu nennen oder eine Dauer zu nennen, wie lange es dauert. Wir wissen auch, dass wir das natürlich so schnell wie möglich machen wollen, und wir wissen, dass wir auch immer wieder jede Woche gefordert werden. Kein Team wird gegen uns irgendwas Millimeter Grashalm schenken. Daraus sind wir vorbereitet, und wir wussten das auch. Wir gehen nicht in die Zweitligasaison und sagen, ja, wir kommen jetzt aus der Bundesliga und wir hopsen mal ein bisschen durch diese Liga, weil die ist knochenhart, egal gegen wen man spielt. Und das war uns bewusst. Aber für mich nochmal, das Ergebnis war vielleicht heute nicht gut, aber ich finde, wir haben in vielen Belangen, vor allem im Spiel mit dem Ball, viele gute Sachen gemacht heute, und darauf müssen wir aufbauen. Und ich denke, eine gute Mischung finden zwischen natürlich die Jungs so schnell wie möglich, die jetzt spät dazu kamen, auf ein Niveau zu bringen und die Spielphilosophie weiterzuentwickeln. Und dann werden wir auch, denke ich, sehr, sehr schnell auch wieder auf ein ganz, ganz gutes Niveau kommen. Dann geht's beim Max Backhaus weiter. Ja, du hast dich heute für die Viererkette entschieden. Dadurch kann ich mir vorstellen, wurde Ove Jan seiner Power auf der linken Seite so ein bisschen beraubt. Dafür hat Aydin vielleicht etwas besser gespielt. Ja, warum die Entscheidung, und hast du dir vielleicht auch von Ovejan andere Spieler wünscht trotzdem? Ja, der Thomas hat, finde ich, jetzt in den letzten zwei Spielen wirklich sehr gut performt, plus das Pokalspiel. Und natürlich war das jetzt heute von der Anordnung wieder ein bisschen anders. Aber dennoch hat er seine Aktion nach vorne gehabt. Und ich finde nicht, dass jetzt die Taktik vielleicht daran schuld war, dass er nicht viel mehr Akzente setzen konnte, sondern die Aktion kam meistens, wenn der Memo den Ball auf der rechten Seite hatte und wir dann über eine Verlagerung zu ihm gekommen sind. Und dann hat er auch sehr, sehr viele Räume gehabt.
Ich finde dennoch, dass er seine Sache gut gemacht hat und die Aktionen, die er hatte, waren ja auch immer gefährlich, die Flanken, auch die mal reinkamen, auch in der ersten Halbzeit. Und ich denke, dass das von der Grundordnung her für ihn kein Problem war, da eine große Umstellung. Gibt es weitere Fragen an beide Trainer? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns erstmal ganz herzlich, wünschen den Gästen aus Aue eine gute Heimreise und einen guten weiteren Saisonverlauf. Danke auch Dimi. Und ansonsten wünschen wir ein schönes Wochenende. Tschüss, ciao.